Hallo ihr Lieben, ich laufe gerade durch Venedig, durch eine sehr belebte Straße und es ist mein vorletzter Tag hier. Heute Morgen war ich im Markusdom und es war ganz wunderbar. Und gerade komme ich aus der Libreria di Acqua Alta. Das ist eine wunderschöne Buchhandlung, da kann ich leider nicht drin filmen. Dies ist eine Buchhandlung, die ist belebt durch Katzen. Die leben da, 3 oder 4 Katzen, die auf den Büchern, zwischen den Büchern überall leben. Und man kennt es und man respektiert das und liebt diese Katzen. Also ihr seht, auch heute ist wieder viel los in Venedig und es ist eben, wie gesagt, leider bald mein letzter Tag. Morgen ist der letzte Tag, der 31. und dann fahre ich wieder oder fliege wieder zurück nach Köln, wenn es die Flugzeuge denn erlauben, denn es gibt ja den Streik der Flugbegleiter. Ich glaube aber, dass mein Flugzeug fliegen wird. Ich bin jetzt auf dem Weg zur Piazza Formosa und werde mich auch gleich von euch verabschieden, wollte euch nochmal inspirieren dazu, auf Reisen zu gehen, Dinge zu erleben, neue schöne Orte zu sehen, Kirchen zu betrachten, euch inspirieren zu lassen von dem, was Menschen vor euch, die vor uns lebten, gemalt und gemacht haben. Ich habe tolle Skulpturen heute Morgen wieder gesehen. Ich war auch noch in dem Museo Correr, das ebenfalls sich am Markusplatz befindet, und war insgesamt 3 Stunden unterwegs mit dem Treppen hoch und runter gelaufen und habe mich einfach mit Kunst versorgt. Kunst ist für mich geistige Nahrung, Tröstung in allen Lebenslagen. Sie sättigt mich, sie macht mich glücklich und sie erfreut mein Herz. Und ich glaube, dass Kunst einfach unsterblich ist und für uns alle gemacht ist, und sie gehört zu den Basics. Sie ist so wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen, jedenfalls für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist es absolut von Grund auf eins der Basics. Menschen, die das Leben gestalten, ausdrücken, was sie fühlen. Und jetzt sehe ich ja hier von Weitem schon meine Freundin. Gleich werden wir uns hier auf der Piazza Formosa treffen. Und deswegen werde ich jetzt dieses Video beschließen. Wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder zum Silvester. Und alles Gute. Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.